Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist ein Box-Opening und zwar von Thomas. Den hat Olga Auer entwickelt und reborned hat ihn die liebe Sabrina Hergarten. Und es ist ihr Prototyp von Eschwege und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich den anvertraut bekommen habe. Das Packing ging Montag auf die Reise, dann war der Status endlos. Nicht abgeholt, wurde abgeholt und ja, heute dachte ich, ich muss einkaufen gehen. Ich gehe vorbei und schaue, ob er dort ist und ja, sieht mal, er war dort. Und ich packe ihn jetzt sehr gerne mit euch aus. Das ist seine Geburtsurkunde, wie immer von Sabrina. Dann, oh, wunderschön. Eine hellblaue Kuscheldecke dabei, das passt gerade in sein Klinikbettchen. Dann hat mir die Sabrina noch dieses süße Kleidchen eingepackt, das ich so toll fand. Das hatte er auch an, auf Fotos, die sie mir schon geschickt hat. Und ich fand das so schön und ich habe das jetzt auch noch bekommen. Sie hat ihm ja extra ein Kleidchen nähen lassen, weil er so ein kleiner Zwerg ist. Da hat es noch so ein Erstlingskäppchen dabei, das hatte ich nämlich noch gar nicht. Und diese süßen gelben Finkchen. Oh, das wird so ein Baby in hellblau, gelb, weiß. Ich bin so aufgeregt. Oh, sieht mal, noch etwas Weihnachtliches dabei. Vielen Dank, du Liebe. Oh, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe den heute noch angeguckt im Laden und gedacht, ja, das wäre so ein kleines Plüschtier für den Thomas, weil der ist ja so klein, den kann man ja kein größeres geben. Und dann habe ich mir so überlegt und habe gedacht, ja, ich warte mal noch. Und jetzt habe ich den bekommen. Vielen Dank, liebe Sabrina. Ich hätte genau denselben gekauft. So schön. Oh, süß. Und jetzt, meine Lieben, huff, ich zeige euch mal die Schachtel. Die ist nicht groß, also könnt ihr denken, wie klein er ist. Oh mein Gott, ich sehe noch nichts, aber so zum Halten. Dann hat mir die Liebe an der Messe noch Schnullis besorgt. Diese ganz kleinen von Onsoreal, wo man nicht sieht, wo der Magnet ist, habe ich für Julian, Brian und den kleinen Süßen noch bestellt. Also meine Lieben. Wir packen ihn aus. Boah, ich bin so aufgeregt. Ich habe mir immer ein ganz, ganz kleines Baby gewünscht. Das Problem war immer, dass die ganz Kleinen meistens so ganz dünne Arme und Beine haben. Und das hat mir nie gefallen. Und als ich diesen Bausatz schon sah, habe ich mich eigentlich verliebt. Und dann, als Sabrina mir noch ihre Version gezeigt hat, ja, da war es endgültig geschehen um mich. Und dann... ja, ich freue mich jetzt einfach nur noch auf dieses Baby. Ich muss ihn auspacken. Er ist... oh, ist der schön. Wow, ist der schön. Wow. Wie so ein richtig, richtig frisch geschlüpftes Baby. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich bin happy, ich bin happy. Guckt euch mal diesen Engel an. Guckt euch den mal an. Der hat so richtig eine rötliche Färbung, wie wirklich frisch geschlüpft. Und dann hat er dieses wunderschöne Kleidchen an. Ich bin happy. Und dann, der ist auch so toll gewichtet. Der ist nicht leicht, aber auch nicht schwer. Er ist perfekt. Er ist perfekt. Ich freue mich so riesig. Und das Haarpainting. Guckt euch mal das Haarpainting an. Vorne wieder diese ganz, ganz feinen Haarzeichnungen auf der Stirn. Dann auf der Seite. Oh Gott, ist das ein Engel. Und hinten. Er war ja 2 Tage auch in Eschwege. Ein paar haben ihn sogar schon live gesehen. Oh, und ich habe ihn jetzt. Das ist mein kleiner Jonah. Oh, ist der süß. Und diese Füßchen. Seht euch mal diese süßen Füßchen an. Oh Gott, ich bin richtig happy.
Sabrina, Sabrina, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Baby. Oh wow, ich bin richtig happy. Der ist süß. Oh, ich bin richtig happy. Jetzt habe ich ihn, ich habe ihn. Oh, jetzt kann ich ihn heute und morgen noch genießen. Samstag arbeite ich. Nächste Woche arbeite ich voll. Und dann geht es an den Päckchentisch. Aber ich kann mich immer, immer, immer auf was freuen, wenn ich nach Hause komme. Neben meinen Jungs natürlich. Noch auf was ganz Kleines, Süßes in der Nursery. Guckt euch diesen Engel an. Ja, mit diesem Box-Opening möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch eine traumhaft schöne Restwoche. Und bis zum nächsten Mal. Eure Sabine von Sabines Nursery. Und Jonah.